Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute mit einem Interview und zwar ja einen meiner, ja muss sagen, was Lieblingsmenschen und Lieblingsfreunde. Wir kennen uns mittlerweile über 30 Jahre, hammermäßig, wie lange wir uns kennen, und zwar den Dr. Kai Lühr. Hallo Kai, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute in meinem Podcast zu Gast zu sein. Hallo Holger, liebe Zuhörer, freut mich auch, ne, dass es endlich geklappt hat. Hat sich ja leider ein bisschen verzögert. Ihr hört schon am Doktortitel, der Kai ist Mediziner, hat auch was ganz Besonderes, hat mich eine Privatpraxis gleich aufgemacht. Kai, wie lange bist du niedergelassen, was machst du genau? Ja, niedergelassen habe ich mich 1994, also jetzt 26 Jahre. Meine Mutter, vielleicht zum Hintergrund, war Heilpraktikerin. Ich bin seit dem 5. Lebensjahr bin ich quasi mit der Naturheilkunde groß geworden und habe auch die Erfolge gesehen. Es hat mich von Anfang an fasziniert. Ich wollte aber nie nur Naturheilkunde machen, sondern ich wollte eigentlich immer beides haben. Ich wollte zwei Werkzeugkisten haben. Ich wollte die schulmedizinische Werkzeugkiste haben. Ich wollte die naturheilkundliche haben. Und dann kam es irgendwann raus, dann habe ich gedacht, wenn alle davon abraten, sofort nach dem Studium und nach dem Arzt im Praktikum eine Privatpraxis zu machen, dann ist das eine Lücke und genau da gehe ich rein. Das waren da schon viele interessante Informationen. Das heißt, du hast das ein bisschen ins Blut gelegt bekommen, nicht um das Thema Gesundheit damit zu beschäftigen. Du hast Humanmedizin studiert und hast dann, nachdem du deine Ausbildung zu Ende gemacht hast, eine Praxis sofort aufgemacht, und zwar nicht, wie das üblich ist, eine kassenärztliche Praxis, wo Kassenpatienten und ein paar Privatpatienten drin sind, sondern sofort vom ersten Tag eine Privatpraxis gemacht. Warum? Ja, weil ich nie Kassenmedizin machen wollte, ganz einfach. Ne? Also ich habe ja 2 Jahre in Praxen gearbeitet, wo wir Kassenmedizin gemacht haben. Die zweite Praxis war sehr effizient, also wir hatten ziemlich genau 2 Minuten und 23 Sekunden pro Patient. Also keine große Anamnese, es wurde einfach nur schnell abgearbeitet und das war natürlich von Anfang an nie das, was ich machen wollte. Sondern Medizin ist ja erstmal auch ordentlich aufnehmen, die Anamnese machen. Mensch, was steckt eigentlich dahinter? Und wenn man Naturheilkunde machen will, dann kann man das auch nicht in 2 Minuten pro Patient machen. Nur mehr wird nicht bezahlt. Also wenn man eine Kassenpraxis effizient betreiben möchte, da muss man auch sehr effizient mit den Patienten umgehen, da kann man nicht in die Tiefe gehen. Und effizient heißt, man muss auf die Uhr gucken, man hat nur ein gewisses Zeitkontingent, du hast noch 2,5 Minuten, das heißt, das ist guten Tag, auf Wiedersehen fast, und zwischendurch wird ein Rezept ausgestellt. Da genau, ist ja nicht richtig. Viel Zeit, sich mit den Patienten zu beschäftigen. Und das hast du damals schon, das schätze ich auch sehr an dir, ich bin auch Patient bei dir, nicht nur Freund, Finanzberater, aber auch Patient, wir haben uns so eine Dreisamkeit mittlerweile aufgemacht, und das weiß ich sehr zu schätzen, wie du vorgehst, und du schaltest dich da auch sehr, sehr schön von anderen Ärzten. Aber das System, vielleicht muss ich das mal kurz so 2 Sätze dazu sagen, das kassenärztliche System bedeutet ja für den, der niedergelassen ist, er hat erstmal einen sicheren Schein, das heißt, der Patient, der hinkommt, gibt seinen Schein, er jetzt Karte ab, und pro Schein, bei meinem Mediziner hast du, was ich, 15-20 Euro, die du für den Schein abrechnen kannst. Im Quartal. Gut. Also wenn ich als Student irgendwo in eine Kneipe gehe und arbeiten gehe, dann sage ich so, also 10 Euro sollten schon sein plus Trinkgeld, also auf 15 Euro muss ich kommen. Mhm. Das ist das, was der Kassenarzt pro Patient bekommt. Der kann auch keine Praxis, also gerade für Allgemeinmedizin, kann er nicht effizient und auch gewinnbringend betreiben. Und wir sind ja alles auch Geschäftsleute. Wir müssen ja davon leben, unsere Familien, unsere Mitarbeiter bezahlen. Der kann davon nicht leben, der braucht Privatpatienten mit dazu. Und damals, ich erinnere mich auch noch, weil ich wusste nicht genau, was ich machen sollte, saßen wir beide nämlich bei mir damals auf der Dürener Straße in der Küche und haben mal so überlegt, wie das denn eigentlich wäre mit einer reinen Privatpraxis. Und ob sich das lohnen würde, da hast du angefangen vor allen Dingen zu rechnen und hin und her und einen Businessplan aufgestellt. Und meine Überlegung damals war, glaube ich, eine entscheidende. Da habe ich gesagt, wir leben hier in einer Großstadt, es sind 1 Million Einwohner hier drin. In Köln. Wir haben in Köln. Wir haben ungefähr 10% Privatversicherte und Privat plus Beihilfe. So. Das heißt, wir haben 100.000 Privatpatienten und damit potenzielle Kunden, Patienten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich 1.000 Stück davon bekomme, kann ich davon leben. Und das war von Anfang an mein Ziel und das hat auch funktioniert. Also die Ärztekammer hat mir auch gesagt, als die in die Praxis gekommen sind, weil wir wollten sehen, halt, ne, ist das auch eine richtige Praxis, muss man machen, bevor man da auch seine Approbations- oder Niederlassungsurkunde bekommt. Die haben auch gesagt, naja, dann wünschen wir Ihnen mal viel Glück.
Das hat bisher noch keiner geschafft. Also es muss irgendwie ein Professor sein, der muss ja jahrelang sein Patientenklientel aufgebaut haben und geht dann irgendwann hin und bearbeitet nur seine Privatpatienten. Nur mit dem System, was ich mache und was ich damals schon hatte, hatte ich ja ein relatives Alleinstellungsmerkmal, weil es gab kaum Privatpraxen und erst recht nicht für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde. Ja. Also war klar, da gibt's eine Lücke und ich wusste, dass ich gut genug irgendwann sein werde. Zum Anfang war ich's, glaube ich, nicht. Ich war gut, aber ich war nicht sehr gut und weiß Gott nicht so gut wie heute. Aber es wird ein Klientel geben, mit dem ich einfach mit über das Thema Zeit und Naturheilkunde und trotzdem noch Basis Allgemeinmedizin entgegenkommen kann. Und das war auch so. Es hat ein bisschen gedauert. Also ich habe 3 Jahre lang habe ich noch nebenbei Notdienste gefahren und Wochenenddienste gemacht. Im Privatärztlichen Notdienst damals auch. Habe da auch den einen oder anderen Patienten drüber akquiriert. Und hatte noch einen zweiten Job von einer alten Firma von mir, wo ich 3 Jahre Controlling gemacht habe. Und davon konnte ich leben. Also die ersten 3 Jahre konnte ich definitiv nicht von der Praxis leben, zumal ja auch ein bisschen Geld erstmal von der Bank aufgenommen werden muss. Ja. Also danke erstmal für deine Offline-Ehrlichkeit, was du in dem Podcast so alles von dir gibst. Und ich glaube, das Learning daraus, was man daraus ableiten kann. Erstens, der Kai hat eine ganz klare Entscheidung getroffen. Ich mache eine Privatpraxis. Damit fängt's ja an. Und dann hat er auch den Mindset gehabt, ja, ich schaffe das. Ich habe mir den Markt angeschaut. Er hat sich dann noch richtig informiert, weil es, wie wir da zusammengesessen sind damals, haben das hin und her gerechnet, diskutiert und so weiter. Und dann hast du das durchgezogen und du warst ja auch nicht zu fein, in Anführungsstrichen, noch nebenher Rettungsdienst zu fahren, noch im anderen Bereich zu arbeiten, damit du erstmal über die Runden kommst. Ey, mein lieber Holger, blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich musste irgendwie Geld nach Hause bringen. Ne? Naja, ich spreche das schon aus dem Grunde an, Kai, weil es gibt auch, ich habe auch Niederlassungen begleitet, weißt du, da ist im Prinzip am ersten Tag der Praxiseröffnung war noch kein Patient da, aber der Arzt oder Ärztin, ja, meistens sind es die Männer dann, ja, ich möchte dann schicker wohnen, ein schöneres Auto haben, etc. Da wurde noch kein Euro ist verdient worden und schon 2 Euro sind ausgegeben worden. Mhm. Also ich kenne auch diese Fälle. Und nach dem Motto, auch gucken wir mal, und die kommen schon von alleine. Und du hast natürlich auch immer schon ein bisschen unternehmerisches Denken, diese unternehmerische Fähigkeit dabei gehabt. Denn ein Arzt ist auch Arztunternehmer, muss man ja ganz klar sagen. Du hast Mitarbeiter gehabt, Personalkosten, Mietkosten und so weiter. Du hast einen Mietvertrag mal kurz vor 5 oder 10 Jahren unterschrieben. Das war mit einer Unterschrift mal kurz 10.000 von Euro mal auf dem Papier festgemacht, die der Vermieter dann einsacken konnte über die Jahre hinweg. Ja, ich geb dir recht, man, wir kennen es ja schon ein bisschen, du weißt auch, wenn ich was mache, dann mache ich das 100%. Ja, und ich habe schon einige Geschäfte auch vorher gemacht im Studium, also das Geld verdienen konnte ich schon immer. Und mir war klar, wenn ich diese Entscheidung treffe und da mal eben, das waren damals zum Anfang nur in Anführungsstrichen 150.000 D-Mark, die ich aufgenommen habe. Aber das ist ja, es war ja ein Geld, das kann ich ja nur auf dem Papier, also 6-stellige Zahlen im Studium, ne, die kann ich vielleicht vom möglichen Lotto gewinnen, aber nicht aus der Praxis raus. Natürlich ist das erstmal eine Entscheidung, natürlich muss man schon eine gewisse Art von Mut haben, aber ich hatte es vielleicht auch ein bisschen leichter als andere, weil meine Eltern waren selbstständig. Und wenn du das miterlebst, dass es Höhen gibt und Tiefen gibt und du auch in Tiefen auch mal sagst, pass mal auf, jetzt fahren wir auch mal 2 Jahre nicht in Urlaub. Und du bist das gewöhnt und weißt, dass du mit harter Arbeit immer zum Erfolg kommst, wenn du ein gutes Konzept hast. Dann traust du dich, glaube ich, auch mehr, als wenn du das nie vorgelebt hast. Ne? Ja. Also wenn ich solche Kollegen höre, die dann gleich erstmal, ich meine, vor 40 Jahren war das so, ne? Du hast dich niedergelassen, 2 Jahre später hast einen Architekten bestellt und hast dich nur noch darüber unterhalten, wie groß der Pool sein soll, ne? Ob jetzt 10 Meter oder 15 Meter. Ne? Es war damals so, nur die Honorierung im Gesundheitssystem ist ja sowohl im Kassensystem als auch gerade im Privatärztensystem ist ja nicht mehr so rosig wie damals. Alle Kosten sind gestiegen. Wir arbeiten heute noch auf dem Einkommensniveau von der GOE von vor 26 Jahren. Ne? Das also GOE, das ist die Gebührenabrechnungs- Liste, aus der du deine Leistungen dann in Rechnung stellen kannst. Richtig. Ne? Mal ein Beispiel, ja. Ne? Ich habe früher für 20 D-Mark und 80 beraten, ne, als ich mich niedergelassen habe. Und das tue ich heute auch noch für 10,49 Euro. Mhm. Also es wurde einfach nur halbiert. Aber da muss man halt auch mit leben können und da muss man sagen können, okay, gut, wenn die äußeren Voraussetzungen nicht da sind, muss ich mir selber etwas schaffen. Das heißt, ich muss selber auch Therapieformen oder Untersuchungsformen mir aussuchen, mit denen ich auch mein Unternehmen betreiben kann.
Weil meine Kosten sind seitdem ums Dreifache gestiegen, also muss ich ja irgendwo auch ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, das ist für jemand, der im Gesundheitssystem oder auch in jedem anderen System arbeitet, ganz wichtig, dass er sagt, okay, gut, hier sind meine monatlichen Kosten. Ich meine, ich hatte ja dich auch als guten Berater an der Seite. Hier sind meine monatlichen Kosten und das muss ich erstmal verdienen. Das gibt der Steuerberater zwar vor, aber das sind ein bisschen abstrakte Zahlen. Ich muss aber wissen, wie kann ich mit welchen Leistungen, mit welchem Angebot das Optimum erreichen? Und ich habe das immer so gehandhabt bei mir in der Praxis. Es muss immer eine Win-Win-Situation für Patient und mich geben. Na, es gibt natürlich immer die Patienten, an denen verdient man nichts, ne, die fordern viel und machen nichts. Und man hat andere, gerade die man über Jahre betreut, ältere, multimorbide, also die viele Krankheiten haben, die einmal in der Woche kommen, wo der Einsatz geringer ist, aber dafür natürlich auch die monatlich das Geld reinkommt und der Gewinn entsprechend höher. Mhm. Aber ich denke mal, das ist eine Mischkalkulation wie in jedem Geschäft. Wie in jedem anderen Geschäft auch, ja. Ist auch mal interessant, das so zu hören, dass die Parallelität, dass im Prinzip eine Arztpraxis auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Na klar, es geht um das Gut Gesundheit, wieder gesund zu werden. Ne? Mhm. Aber es geht auch um Einnahmen und Ausgaben. Das muss ja alles auch laufen. Klar, auch ich meine, ich habe ja auch in der Privatpraxis, ich habe ja nicht nur Patienten, die privat versichert sind, sondern es sind ja auch welche, die zahlen selber. Das heißt, die nehmen sich ihr Geld, ihr Erspartes oder von ihren Einkünften sagen sie, komm, ich habe 200 Euro im Monat, die kann ich für meine Gesundheit ausgeben. Also ich gehe jetzt auch mal, was weiß ich, einmal im Jahr zu einem Check-up zu jemand, der sich mehr Zeit nimmt und nicht in 2 Minuten mal kurz maximal meinen Blutdruck gemessen hat und sagt, ja, ich halte sie für gesund. Ne? Mhm. Jetzt machen wir noch 8 Laborwerte und auch die sind in Ordnung und man guckt gar nicht in die Details. Und dann wird man wieder entlassen, vielleicht bis zum nächsten Jahr, bis die Kasse wieder so eine Untersuchung zahlt. Mhm. Du hast es eben angesprochen, dadurch, dass du Privatarzt bist, Privatklientel hast, eine Privatpraxis aufgebaut hast, hast du mehr Zeit. Wie verwendest du die Zeit? Wie läuft das bei dir ab? Der Patient kommt rein und wie geht es dann vonstatten? Also ich habe verschiedene Patienten. Viele Patienten kommen zu mir, die haben chronische Schmerzen. Die haben natürlich erstmal auch eine längere Anamnese, ne? Und müssen erzählen, was haben sie schon gemacht, wo sind die Schmerzen, an welchen Stellen. Ich habe Patienten, die sagen, ach, ich habe gehört, sie machen so einen guten Check-up, ich will so einen Check-up haben. So, ich nehme mir für einen Check-up zwischen 30 und 45 Minuten Zeit, mache einen ordentlichen Ultraschall und untersuche meine Patienten, sage und schreibe, ne, sogar in Unterwäsche, mhm, ne, und gucke mir den ganzen Patienten an, lass verschiedene Übungen machen. Du bist doch ein Arzt, der hört und tastet und fühlt. Ne? Genau, richtig. Das ist ja, wenn du heute zum Orthopäden gehst, der ein Kassenarzt ist, kann ich auch verstehen, würde ich genauso machen. Ne? Du sagst halt Schulterschmerzen, der untersucht selten die Schulter. So, er sagt, machen wir erstmal einen Kernspin. Plops, gehst du raus oder vielleicht schreibt er noch 10 Physiotherapien aus. Der Luxus, den ich hier habe, ist, ich kann die Schulter untersuchen. Ich kann Funktionsuntersuchungen machen. Mhm. Ich kann es mir auch leisten, die Schulter zu spritzen. Auch das bekomme ich bezahlt, weil die Gebührenordnung der Ärzte sieht für jede einzelne Leistung halt eine Ziffer vor. Und dann kann ich sagen, okay, gut, wir werden jetzt diese Schulter 5 oder 10 Mal spritzen und werden noch eine spezielle Elektrotherapie oder Ähnliches mit dahinter her machen. Und andere Patienten, die haben so viele Beschwerden, da nehme ich mir dann auch eine Stunde Zeit und mache nur Anamnese. Da habe ich noch gar nicht groß untersucht. Das machen wir dann vielleicht im nächsten Termin. Dann nehmen wir erstmal nur alles auf, weil aus der Vielzahl der Symptome, und das hast du ganz häufig in der Naturheilkunde, da hast du Patienten, die haben halt nicht ein Symptom, die haben mindestens 10. Es ist selten, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich habe nur Blähungen. Mhm. Sondern dann gibt es noch Schlafstörungen dazu, ne? Dann hatte öfter Kopfschmerzen oder sie. Und dann ist man auf einmal eine Stunde lang nur damit beschäftigt, überhaupt die ganzen Dinge aufzunehmen. Und meine Aufgabe ist es natürlich, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und zu sagen, okay, gut, da könnte es herkommen. Und da ist ja natürlich jetzt auch die Domäne der Störfeldtherapie. Ich habe mich, Naturheilkunde ist ja eigentlich auch nur eine symptomorientierte Therapie. Ich habe mich relativ schnell auf Störfelddiagnostik spezialisiert. Das heißt, mich zu fragen, wo kommt die Allergie her? Was hat die Allergie für eine Basis? Und da kommt man dann, natürlich habe ich diese ganzen Ausbildungen gemacht, ich war früher ganz, ganz häufig auf Weiterbildung, ich war in vielen anderen Arztpraxen, wo ich auf der Weiterbildung gesehen habe, Mensch, der Typ kann was. Dann habe ich gefragt, kann ich mal einen Tag kommen? Sie merken mich nicht. Ich bin einfach daneben und wenn wir Zeit haben, dann erzählen Sie mir nachher noch was. In diesen Ausbildungen habe ich gelernt, die Dinge so zu hinterfragen, dass du bei Allergien zum Beispiel einfach mal guckst, hat der Patient Quecksilber im Mund, sprich Amalgamfüllung, hatte er mal, hat er eine Belastung und wie testet es aus? Allein das Austesten ist ganz wichtig für uns,
sowohl in der Schulmedizin als auch in der Naturkunde. Also ich kann austesten, ob jemand mit einem Schilddrüsenhormon gut eingestellt ist oder ob er mehr oder weniger braucht. Das kann ich mit speziellen Muskeltestungen machen. Ich kann aber auch natürlich testen, gibt es eine Quecksilberbelastung oder hat er eine Bleibelastung. Dann fängt man an, die auszuleiten und auf einmal ist die Allergie weg nach 5 Behandlungen oder 10 Behandlungen oder deutlich verbessert. Das ist ein einfaches Beispiel von Störfelddiagnose und dafür brauchst du Zeit. Das geht halt nicht in 2,5 Minuten. Das heißt, ich höre ja ganz klar heraus, du hast die Kombination, das Beste aus zwei Welten vereinst du, nämlich das, was an der Schulmedizin gut ist, das nimmst du mit rein und das, was aus der Naturmedizin auch gut ist, diese beiden Sachen kombinierst du und kannst dadurch als Privatpraxis dir die Zeit nehmen, um eine saubere Diagnostik auch zu machen. Ja, ich meine, ohne Schulmedizin halte ich für genauso fahrlässig wie ohne Naturerkunde. Ich meine, jetzt haben wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben eine völlig geniale Schulmedizin, die dafür gesorgt hat, dass wir eine Lebenserwartung haben, die 20 bis 40 Jahre über dem liegt, was in den Naturvölkern da ist. Und das haben wir, das ist meine felsenfeste Überzeugung, das haben wir den Bluthochdruckmitteln, den Diabetesmitteln und so weiter zu verdanken, auch einer guten, natürlich operativen Medizin, einer sehr guten Notfallmedizin bei Schlaganfällen oder ähnliches. So, aber die Schulmedizin hat keinen kurativen Ansatz, das heißt keinen heilenden Ansatz, es ist immer symptomorientiert, das ist wichtig. Ich kann einen Blutdruck, einen 70-jährigen übergewichtigen Patienten, den kann ich nicht naturheilkundig behandeln, wenn er sein Leben nicht komplett wandelt, wenn er 30 Kilo vielleicht abnimmt und auf einmal anfängt Sport zu treiben, viel draußen ist, kann es gut sein, dass wir auch aus der Schulmedizin rauskommen. Nur, das sind Ausnahmen, das ist nicht die Regel, weil die meisten Menschen wollen ihren Lebensstil beibehalten. Die Domäne der Naturheilkunde oder auch der oder gerade in Kombination mit der Störfeldtherapie ist die Ausheilung, ist wirklich das Kurierende. Der Patient kommt ja zum Arzt, weil er Beschwerden hat und damit sozial beeinträchtigt ist. Und er möchte diese soziale Beeinträchtigung loswerden. Er will wieder laufen, ne, er will auch mal 3 Gläser Wein trinken können, ohne nach dem ersten schon betrunken vom Stuhl zu fallen. Er möchte ja eine höhere soziale Komponente auch wieder bekommen, neben seinen Schmerzen reduzieren und so weiter. Und da ist die Naturheilkunde die Domäne. Das heißt aber nicht, dass man nicht gleichzeitig schulmedizinisch behandeln kann. Beides, ne? Ich liebe dieses Beispiel, ich habe 2 Werkzeugkisten, ich habe nicht nur eine. Und ich kann aussuchen, welches Werkzeug brauche ich jetzt für meine Arbeit. Und ich kann aus beiden alles Mögliche rausnehmen, ich kann es kombinieren, ich kann mich nur aus der Naturheilkunde bedienen, ich kann mich bei einer akuten, dicken Bronchitis mit einem bestimmten bösartigen Bakterium, brauche ich ein Antibiotikum. Natürlich brauche ich das. Aber ich kann mich auch fragen, was macht denn das Antibiotikum mit dem Darm? Und dann schreibe ich ihm gleichzeitig was für die Darmflora auf, damit er da nicht erstmal in eine nachfolgende Immunschwäche kommt. Ich kann noch weiter. Ja, klar. Das ist super interessant, deshalb möchte ich dich auch hier nicht unterbrechen. Denn ich glaube, das sind gerade die Informationen, die du bringst. Jeder ist mit Sicherheit schon mal krank gewesen oder kennt einen, der krank war. Was machst du? Gehst zum Arzt. Da wird in der 2-Minuten-Medizin ein Rezept rausgeholt, es wird ein Medikament geschrieben. Das ist im Prinzip, kommt mir fast so vor, ich gehe in meine Werkstatt, sage, pass mal auf, da blinkt ein Lämpchen, sagt, das ist ein Öllämpchen. Ne? Jetzt musst du eigentlich hingehen, gucken, Öldruck und so weiter, muss eigentlich mal medias res gehen als Werkstattmensch und gucken, wo kommt denn das her? Wenn jetzt hingehen, sagt, okay, habe ich gleich einen Griff, ich klebe einfach so ein Pflaster über das Öllämpchen und sehen Sie richtig, dass es blinkt, nach dem Motto, dann also fährt man wieder vom Hof, das Auto läuft erstmal weiter, aber die Ursache ist ja nicht bekämpft. Ich habe nur das Lämpchen praktisch unsichtbar gemacht, indem ich ein Pflaster draufklebe. Und das jetzt die Parallelität wäre jetzt in dem Beispiel. Da wird im Prinzip Patient mal kurz ein Medikament verschrieben. Tschüss, auf Wiedersehen. Zu mehr Zeit haben viele Mediziner nicht. Das muss man leider ganz klar mal festhalten. Ich kenne ja auch andere Ärzte, war auch schon woanders schon mal in Behandlung gewesen in meinem Vorleben. Und das ist, was mir persönlich nie gefallen hat. Und ich brauche einen, der auf den Grund geht, der wirklich so sich einbaut und sagt, wo sind denn die Störfelder? Was passt denn da nicht zusammen? Und das ist viel Detail
detaillierter und du bist wie so ein Detektiv, du kommst mir manchmal vor. Ne? Ja, Dr. Columbo. Dr. Columbo, ja genau. Herr Columbo, ja, ist richtig, der mit dem Regenmantel, der mit den tollen Fragen. Ach, eine Frage habe ich auch noch. Moment, bevor Sie rausgehen, sagen Sie mal, nehmen Sie eigentlich Vitamine und Mineralstoffe? Genau. Und jetzt kommen wir zum Thema. Dein Ziel ist es ja nicht nur, Krankheiten zu behandeln, sondern du betreibst ja auch Prophylaxe. Weil Prophylaxe heißt ja auch, mit dem Autobeispiel, wenn wir da anfangen, was machst du mit dem Auto? Du gehst regelmäßig in Inspektion. Beim Zahnarzt machst du sogar einmal im Jahr ein Check-up, meinetwegen, nach dem Motto, ist alles okay, damit ich kein Karies kriege und so weiter. Und viele Schulmediziner, Hausärzte machen da wenig Prophylaxe und da machst du ja wieder was ganz Besonderes. Ja. Ja, also mein Ziel ist es immer natürlich, den Patienten von seinen Beschwerden zu befreien. Weil ein gesunder Patient ist mein bester Außendienst. Der sagt, Mensch, ich war 10-mal beim Lühr und ich kann mich wieder gut bewegen oder was weiß ich. Mein Bauch funktioniert wieder. Ne? Ich meine, sagt wahrscheinlich keiner draußen, dass er jetzt keine Blähungen mehr hat. Ne? Aber ihr wisst, wovon ich rede. Und jetzt geht es ja auch darum, den Patienten mittel- bis langfristig auch in diesem Zustand zu halten. Also das Leben hat es nicht vorgesehen, die ewige Gesundheit bis zum Tode, sondern der liebe Gott gibt uns auch immer wieder was zum Geld verdienen. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber die meisten Patienten tun ja auch viel dafür, dass es halt nicht so bleibt. Aber man kann jetzt auch dafür sorgen, man kann den Patienten schon stabilisieren, man kann den Grund stabilisieren. Da bin ich ein großer Freund von Vitaminen und Mineralstoffen und machen wir auch Testungen hier in der Praxis. Wie sind die freien Radikale, also diese schädigen Substanzen, wie ist der Antioxidantienspiegel, wie ist die Verteidigungsfähigkeit, darauf die Patienten einzustellen. Ich behaupte ja nach wie vor, dass ich heute mit 60 Jahren immer noch so fit bin, weil ich schon seit 40 Jahren Vitamine und Mineralstoffe nehme. Und das nicht gerade zu wenig. Ne? Je älter, umso mehr Tabletten ist es so. Und auch, auch in der Orthomolekularmedizin. Man kann aber auch hingehen und sagen, so, ich habe jetzt einen Rheumapatienten. Der Rheumapatient kommt an und sagt, am meisten tut mir mein linker Unterschenkel weh. So, dann behandeln wir den linken Unterschenkel mit verschiedenen Verfahren. So, und dann haben wir das nach 10 Behandlungen oder 20 oder 5, wie auch immer, jeder Patient ist da unterschiedlich, haben wir das im Griff, die Schmerzen sind weg. So, das Rheuma aber nicht. Weil ein Rheuma, die Bereitschaft dazu, zu einer Autoimmunreaktion, wird immer im Körper drin bleiben. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, so, wenn wir jetzt die Krankheit auf einem Niveau haben, wo Sie sie nicht mehr spüren, die ist aber trotzdem noch da, dann werden wir uns einmal im Monat sehen und werden die bei Ihnen erfolgreiche Therapie einmal im Monat weitermachen. Und zweimal im Jahr sehe ich sie eh immer noch mal für eine detailliertere Blutuntersuchung oder Ähnliches. So, und so hält man das Niveau fit. Das ist ungefähr genauso, als wenn ich jetzt, du bist jetzt der BWLer, ne? Du hast einen Kunden, nehmen wir mal den Arzt, ne? Der gibt mehr aus, als er einnimmt. So. Also kannst du ihm jetzt sagen, passen Sie auf, ich besorge Ihnen jetzt einen Kredit, oder du sagst, wissen Sie was, ich bin so reich, ich schenke Ihnen jetzt mal 50.000 Euro, damit Ihr Konto wieder im Limit ist. So, der wird aber sein Verhalten nicht ändern, also musst du ihm jeden Monat 5.000 Euro überweisen, ne? Ja. Dass er nicht im nächsten Jahr wieder bei minus 50.000 oder sowas. Ne? Es, ja. So, und das ist in der Medizin ungefähr genau das Gleiche. Ne? Ich sorge dafür, dass nicht dieses Niveau wieder abfällt, dass der Schmerz wieder kommt, dass die Beschwerden wieder kommen, sondern ich erhalte einfach die Krankheit, die ich vielleicht nicht ganz wegbekomme. Das ist natürlich immer Ziel, aber nehmen wir mal mein Beispiel Rheuma. Das kriegt man nicht weg. Eine Allergie kriegt man auch nicht weg. Aber man kriegt eine Allergie so behandelt, dass man sie nie wieder im Leben merken muss. Das schafft man. Aber das schafft man natürlich nur damit, dass man sagt, okay, so, und jetzt machen wir mal regelmäßig 5.000 Euro aufs Konto. Sehr schönes Beispiel, ja. Das war nun der erste Teil des spannenden Interviews mit Dr. Kai Lühr. Freu dich auf Teil 2.